Mal eins. Ich dachte, wir machen hier entspanntes Techniktraining. Ich rasiere sein Leben heute. Ja, der hat ordentlich Schrot in den Fäusten, ne? Ja, Kevin, was geht? Mann, jetzt. Alles gut? Alles top. Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, ich darf euch herzlich begrüßen, gemeinsam mit Mo Weber aus dem Sturm Gym in Köln. Er ist hier der Head Coach, kümmert sich um die ganzen professionellen Athleten. Und wir werden heute gemeinsam ein Boxtraining machen. Der Mo schaut mal, was für ein Boxer in mir steckt, was ich drauf habe. Und versucht mal, das zu verbessern, was in mir drin steckt. So, Mo, willst du ein, zwei Worte sagen? Was machen wir heute? Zunächst einmal bin ich positiv überrascht über deine Fähigkeiten. Ich habe mir ein paar Sparringe von dir reingezogen. Ja. Ziemlich mutig, der Edmund. Deswegen, ich werde ihn jetzt nach vorne blicken. Werde ich den besser vorbereiten. Also, für die Sparringspartner nach vorne blicken, zieht euch warm an. Los, here we go. Komm, bisschen Armkreisen vorwärts. Was genau machen wir jetzt gerade? Ja, wir machen uns einen Oberkörper, machen uns ordentlich warm, ne? Bringen den Muskel auf Tonus. Das Seil, siehst du, ne? Das leistet Widerstand, ne? Und wir ziehen hier auf. Ne? Das Profi-Boxtraining ist unheimlich anspruchsvoll. Und wenn du da nicht warm bist, holst du dir ganz schnell was an der Schulter oder sonst was und wirst dann immer wieder zurückgeworfen. Das ist scheiße. Und hier wieder. Zwei. Perfekt. Drei. Zwei. Drei. Jetzt gehen wir von den Schultern in den Hüftbereich, ja? Ganz easy. Ja? Wir wissen, die Power, ne? Die kommt nicht aus den Armen. Erklär das mal bitte genauer. Ja. Weil viele denken ja, okay, jemand ist kräftig gebaut, hat dicke Arme, dicken Oberkörper, der ist voll die Maschine, der kann richtig hart schlagen. Erklär mal bitte, was das für einen Zusammenhang hat mit der Hüfte. Okay, Leute, schaut mal. Mein Arm, ein männlicher Arm, ja? Der wiegt ungefähr, je nach Körpergröße, 12 bis 15 Kilo. Ja? Wenn ich nur aus den Armen schlage, halt mal deine Hand. Komm. Und jetzt schaut mal bitte, hier unten. Ja? Ich erhöhe nicht die Kraft, aber merkst du den Druck? Das heißt, ich nehme meine 75 Kilo, ne? Er seine 90 Kilo, XY da draußen, wie viel immer ihr auch wiegt, ja? Nimmt ihr das ganze Gewicht mit in die ihr euren Körper reindreht. Das beginnt von unten, ja? Geht hoch zur Hüfte bis zur Schulter. Dementsprechend müssen wir das Ganze natürlich auch erwärmen. Ja? Fangen hier ganz easy an, legen diesen Stiel hier auf die Schultern. Ja? Und das ist sozusagen eine Vorübung auch hier. 5, 6, 6, 7. Stiel bleibt diese Position. Ja? Und gehen jetzt diagonal. Ne? 1 mit dem Besenstiel. 4. So findet nämlich auch die Kraftübertragung im Boxen statt. Ein weiterer wichtiger Part für den Boxsport ist immer wieder das Auge zu schulen. Für jeden Ball, den du fallen lässt, machst du 10 Gottes. Okay, 3, 2, 1. Nein! Kann ich erstmal ein bisschen weiter hinten anfangen und dann langsam vorgehen? Nein, aber du bist schon fortgeschritten. Wow, stark. Wir setzen jetzt ein bisschen tiefer an. Ich sag, er fängt nicht. Okay? Drei. Wir haben drei Versuche. Eins. Okay, eins. Jawohl. Nein! Okay. Der Letzte entscheidet, Mann. Warte mal. Was machen wir denn? Was macht der Verlierer? Ein Bodyshot. Aber mit ohne. Ohne. Ein Bodyshot. Okay, warte. Jetzt kommen die Tricks raus. Jetzt habe ich geschafft. Ich habe eine Ausrede. Wir waren lange wach. Bis 5 Uhr. Geschichten aus dem Paulanergarten. Kurz und schmerzlos. 3, 2, 1. Wollen wir. Nicht schlecht. Hat geschmeckt. Innerlich sterbe ich gerade voll. Aber wichtiger als alles andere im Kampfsport, Freunde, ist ein Pokerface. Egal was Sache ist, ihr dürft den Gegner nie wissen lassen, dass er euch entweder verletzt hat oder irgendwas. Immer Pokerface behalten. Nummer 2, steh immer dein Mann. Komm, mach erstmal 15 Burpees.
hast du es, dann geht schon mal runter von deinem Konto, komm. Ich hab's vergessen, aber. Eins, zwei, oh, Junge, Junge, Junge. Sauber Ergebnis, drei. Ich rasiere sein Leben heute. Links, rechts. Jawohl. Links, rechts. Yeah. Komm, mach mal 15 Burpees. Ne? Here we go! Hier! 12! Hier! 13! 14! Last! 15! Hätte ich mal die Bälle gefangen, Junge. Komm, mach doch Spaß. Halt die Schnauze. Geh direkt weiter. Komm, easy, easy. Komm mal, ganz easy, ne? Slip, head, slip, head, genau, genau. Jawohl, ganz easy. Jawohl, jawohl, mit Schritt. Jawohl, so ist besser. Jawohl, und wieder, vorwärts, immer mehr. Die Luft, komm, erhol dich, erhol dich. Du kommst mit deinem rechten Fuß, kreuzt du hier rein. Vom ersten Mal gehst du raus, schlag mal linken Haken, gehst du hier raus. Ne? Hopp, ne? Ja? Hältst das Ganze im Auge, jab, jab. Jetzt kommst du nochmal mit dem linken Haken. Hopp, boom, boom. Ja? Sehr heimtückisch, ne? Weil du stehst dann in meinem toten Winkel, ich sehe dich nicht mehr, weißt du? Ja. Ja, und du kannst hier aussuchen, ne? Ob du oben anfängst oder unten anfängst. Mal so, mal so. Ja? Ja, besser rüber mit dem rechten. Richtig hier rüber. Komm, mach mal 15 Burpees. Dann hast du schon 15. Können wir die bitte später machen? Mach mal ja. Scheiße. Here we go. Komm, mach mal. 4. Mach nicht schlapp, mach nicht schlapp. 3. Jawohl. Du bist der Headboard. 2. Ich bin die Glatze. Eins! Macht er nicht schlecht, oder? Ja, ja, definitiv. Ich dachte, wir machen hier entspanntes Techniktraining. Falsch gedacht. Für die, die es nicht kennen, ne? Hier kann man wirklich sehr gut seine Körperhaken mit üben. Sollte sehr eng am Körper liegen, gerade bei so einem Puncher hier mit 90 Kilo. Okay, wir gehen in den Ring natürlich, wenn wir schon hier sind. Viele Weltmeister haben hier trainiert. Sehr viel Historie hier, dieser Laden, weißt du? Immer den Weg abschneiden. Jab. Oh, da ist so hoch. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Guck mal, sieh zu, ne? Seil ist immer Gefahr. Ja. Ne? Sieh zu, du gib nicht unnötig die Ring mit dir her. Guck mal, du warst hier so bestimmt. Ja. Wenn du hier rüber gehst, komm mal rüber. Ja, dann drehst du mich. Ja, ne? Und dann bist du schon wieder ein bisschen in Bedrohung. Weißt du, sieh zu, dass du immer gut positioniert bist. Ne? Halt mal hier. Ne? Hier, ne? Hier, ne? Hier drehen. Wow. Wow. Drehen. Ne? Jawohl. Jetzt unten anfangen, dann oben. Ne? Genau. Genau. Jawohl. Jetzt schlage ich rechts. Ne? Und du gehst. Jawohl. Ja, ja, ja. Und was sagst du? Ja, der hat ordentlich Schrot in den Fäusten, ne? Sein linker Haken, wenn der noch ein bisschen feilt, glaube ich, wird der ein oder andere Sparringspartner danach mal sich bei der Ambulanz vorstellen. Komplett auf. Siehst du, dann schlägst du die Türen schon auf. Ne? Boom, boom, die Deckung zieht sich auf und dann kommt der linke Haken, weißt du? Nochmal, langsam. Ja, aber guck mal, dass du ein bisschen spitzer stehst. Ja, wenn du spitzer stehst, ne? Kannst du viel besser drehen, wenn du schon frontal stehst, ne? Kannst du nicht mehr viel drehen. Okay. Weißt du, was ich meine? Deswegen, du siehst B-Hop und so, die ganzen Amis, Floyd, die gehen immer die linke Schulter. Ne? Erstens für defensiv. Pass auf, meine rechte kommt. Genau. Und da kommst du direkt mit rechts. Zum Beispiel, ne? Schlag hoch, ne? Roll, Schulter hoch. Jawohl. Bist du schon hier? Boom, ne? Okay? Jawohl. Sehr interessantes Potzentraining. Nicht einfach nur wild draufkeilen, sondern alles mit Prinzip und durchdacht aufgebaut, ja? Schön aufeinander aufbauen, die Aktionen. Was hältst du, kurz eine Frage dazwischen, was hältst du von diesem Floyd Mayweather Padwork, dieses tatatatata? Guck mal, beim Floyd hat's gewirkt, ne? Und bei Millionen anderen hat's nicht gewirkt, ne? Der Mann ist ein genetisches Wunder, ne? Bei dem hättest du auch, glaube ich, gar keine Pratzen machen müssen, der wäre trotzdem da, wo er ist, ne? Es ist nicht mein Style. Ne? So diese Pratzen, ne, von Floyd Mayweather, sondern ich versuche so wirklich Boxen beizubringen. Und was da an den Pratzen abgeht, ne, das ist einfach nur Feeling, das ist gar nicht so richtig Boxen lernen, weil einem Floyd brauchst du kein Boxen mehr bei. Ja, ne? Über welches Niveau sprechen wir so? Ne? Danach Left Liver Shot.
Willst du mir den zurückgeben von eben, ja? Ich will. Da geht doch was. Okay, komm mal. Das sind die Burpees, ey. Das ist so zwischen Körperhaken und Seithaken, ne? Das ist dazwischen, ne? Das ist auch manchmal sehr heimtückisch, ne? Und danach nochmal Left Lever schon. Ja? Ja. Ja, jawohl. Jawohl. Ein bisschen tiefer ansetzen, sehr gut. Sehr gut. Den merke ich durch die Dinger hier. Jawohl. Ja. Ja. Passieren, ja. Ne? Mit der 90 Kilo. Ja. Ja? Okay? Gut. Nochmal locker. Ja. Jawohl, ja, genau. Genau. Ja. Sehr schön, sehr schön. So, wir müssen noch 15 Burpees machen. Denke ich, hab das vergessen. 11. 12. 13. 14. 15. Kerem, was geht? Mann, jetzt. Alles gut? Alles top. Seid ihr schon fleißig? Freunde, leider ist der Kerem jetzt ein bisschen zu spät gekommen. Bruder, ich war wirklich im Stau. Wirklich losgefahren. Kein Problem. Wir sind schon seit 13 Uhr hier und gerade eine komplette Einheit gemacht. Top. Hat der dich schon auseinandergenommen, oder? War gut. Aber er hat sich wacker geschlagen. Aber ich schwöre dir. Freunde, ihr wisst ja, ich versuche den Kerem jetzt schon seit einem Jahr ins Video zu bekommen. Aber er drückt sich immer, weißt du? Jetzt geht's los, Junge, was er drückt. Ihr seht, dem Mann geht's jetzt, gut. Jetzt, wir ziehen uns jetzt nochmal auf den Grund. Rein von deinem ersten Eindruck. Ja. Kurz mal ein paar Stärken und ein paar Schwächen von mir. Woran ich arbeiten, auf jeden Fall arbeiten muss an meinen Schwächen. Ja. Und was ich gut mache, worauf ich mich konzentrieren kann. Also du bist dynamisch, ne? Und deine Schläge, die spürt man. Ne? So ein bisschen den Hüftbereich, also mehr deinen Körper, ne? Verwenden. Um Power aufzubauen, ne? Ja. Weil du bist sehr dynamisch, du bist beweglich, man merkt auf jeden Fall, ne, dass du ordentlich geboxt hast. Ja? Respekt an die Jungs, die sich stellen, also gegen dich im Sparring. Ne? Eigentlich kann man da nur verlieren, weil in Anführungsstrichen du mit deinem Hobbybox, ne, wenn man da so ein bisschen und ich bin der Meinung, also auf jeden Fall, dass du den einen oder anderen auch so also zusetzen kannst. Ne? Ein bisschen spitzer stehen, nicht so frontal und ganz wichtig, du bist offensiv orientiert und das ist auch gut so. Ne? Aber wisse, ne, dass du nicht immer in der Distanz stehst. Ne? Das heißt, du kannst auch von draußen unter Druck setzen, weil du kannst treffen. Aber wenn wir beide hier stehen, ne, und du immer an mir, ne, wisse, dass ich auch treffen kann. Ne? Ja. Wisse, dass ich auch treffen kann. Ne? Das heißt, manchmal ziehen, das was wir gemacht haben, ziehen, dork. Ne? Immer wieder aufpassen, ne? Und dieses etwas spitzer stehen, dass du besser laden kannst, weil in deiner linken ist mehr drin als in deiner rechten. Ja. Ne? Wenn du von hier, ne, hast du einen längeren Weg, ne? Boom, kannst viel besser drehen. Ja. Boom, ne? Ja. Und Jungs, wenn ihr richtig Boxen lernen wollt, ja, checkt unbedingt meinen YouTube-Channel, ja, Maurice Weber. Bei mir könnt ihr wirklich richtiges Pro-Training bekommen und das Ganze kostenlos. Ne? Edmund Hammer, danke. Hat sehr gerne. Gefreut. Wirklich. War mir eine Ehre, war mir eine Freude. Wie gesagt, Freunde, alle Links zu seinen Social Media, zu seinem YouTube, Instagram wird alles verlinkt. Kann ich euch nur empfehlen. War eine geile Trainingseinheit. Ich wünschte, früher, als ich richtig aktiv geboxt habe, wäre ich ab und zu hierher gekommen. Aber wenn du mal in der Nähe bist, ne? Gerne, so, dass du für die Sparrings auch immer gut vorbereitet bist, ne? Ich glaube, der andere, wenn er mitbekommt, dass du jetzt hier trainierst, der wird auch ein bisschen zittrige Knie bekommen. Bist du bei mir herzlich willkommen, Mann. Ja? Vielen, vielen Dank. Hey. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Kommentar. Alles ganze Zeug. Ich mache jetzt Feierabend. Haut rein, ciao, ciao.